Hallo, was ist das denn? Ja, da sind wir wieder zurück. Ich bin immer noch im Überlegen, wie ich hier baue. Ist eigentlich ganz gut, dass wir uns hier abgesiedelt haben. Dann haben wir hoffentlich nicht so schnell explosiven Besuch. So ein bisschen ärgerlich, wenn die vorbeikommen. Die können auch nicht stehen lassen. Die sind einfach so neidisch. Die denken sich, boah, ist das schön, ist nicht meins, nee, ist nicht, peng. So. Und du darfst es dann wieder aufbauen. Ich glaube, wenn ich solche Nachbarn hätte. Nee. Fangen wir meine Nachbarn aus meiner alten Wohnung ein. Das waren ja, hey. Ich hatte in meiner alten Wohnung hatte ich irgendwo einen Nachbarn. Ich glaube, der war ein Stockwerk über mir. Aber nicht genau, sondern eigentlich ein bisschen weiter weg. Und der hatte scheinbar eine gute Soundanlage. Auf jeden Fall, wenn der voll aufgedreht hat, hast du nicht nur die Musik gehört, sondern dein eigener Fußboden hat gewibriert. Gewibriert. Nein, nein. Der Fußboden hat vibriert. Vibrationsalarm? Nein, nicht das. Auf jeden Fall war das manchmal echt super nervig, weil du hast zum Teil deine eigene Musik nicht mehr gehört, weil das echt alles übertönt hat. War schon ein Traum, hey. Und ich habe öfters mal den Fernseher von meinem Nachbarn gehört und ich habe festgestellt, der schaut kein gutes Fernsehen. Der hat eindeutig Hartz IV Fernsehen geschaut und das etwas zu viel. Hat vielleicht auch aus seinem Aussehen erklärt. Oder ist zurückführend darauf, dass er dann irgendwie. Nee, komm, lassen wir das. Oberflächlichkeit, geh nach Hause. Oh, da sind schon mal zwei Endermänner. Was ist das denn? Ah, das ist ein Zombie. Zombie in der Badehose. Ja, warum auch nicht? Ach ja. So, ja, die Schreckens-Möchtegern-Höhle da hinten, aber vielleicht baue ich die doch mal aus. Ich weiß nicht. Das hat mich doch irgendwie gereizt. Also jetzt nicht von wegen, boah, du Höhle, sondern so, vom Ausseh-Aspekt. Oh, Höhle, möchtest du mit mir ausgehen? Du siehst so schnieke aus. Nein, das nicht. So. Hätten wir schon mal ein bisschen Baumaterial? Jetzt bin ich nur gerade im Überlegen. Eigentlich bräuchte ich, genau sowas bräuchte ich. Sowas brauche ich. Setzling. So. Setzen wir da. Ja, genau. Oh, das geht sogar. Cool. Wusste ich nicht. Auch noch ein Bäumchen hin. Jetzt mal da auch noch ein Bäumchen hin. Hat mir meine Nase gekitzelt. So, haben wir hier das Oakwood. Dann probieren wir es mal. Wo wollte ich da jetzt anfangen? Ich glaube hier. Zwei, drei. Eines Tages wird dies alles dir gehören, mein Kind. Nee, das war ein anderer Film. So, weiter im Projekt. Autsch. So, ein Baumstamm. Ich bräuchte noch ein bisschen Holz. Das ist zwar kein Holz, aber damit kann ich auch nichts anfangen. Na, wunderbar. Hoppla. Ding dong. Ah, hier haben wir noch was. Ausgezeichnet. Ja, es kommt davon, wenn man eine Zeit lang nicht gespielt hat und da. Nee. Wollte gerade sagen, und da ist Baum gewachsen, den können wir auch gleich fällen. Nein. So. Ästhetisch ist ja was anderes, aber. Nee, komm, das kannst du, oder? Ich und Häuser bauen, das ist immer so ein Drama. Oder machen wir das Stein, den Stein oben und das Holz unten? Ja, so blöd sieht es ja eigentlich auch nicht aus. Ich wollte hier auf jeden Fall Stein machen. Boah, Häuser bauen ist immer so ein Krampf. Oder ich baue es komplett aus Stein. Ach komm, weißt du was? Wir bauen es komplett aus Stein. So. Holz wieder raus. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geschaut. Das ist doch echt ein Drama.
Ich möchte große Fenster. Uah! Du. Stirb, stirb, stirb! Aua. Monster Hunter, jawoll! Wo kam der denn jetzt her? Ah, wahrscheinlich von da oben. Immer besser ausgeleuchtet. Ich glaube, ich mache mir doch einen kleinen Baum bei Neuss. Nee. So. Was war das denn? Ach, das ist eine Krake. Das ist noch eine Krake. Ach, wie cool. Hey, der hat einen Bogen fallen gelassen. Nice. Und wir machen uns besser noch eine Spitzhacke. So. Nein. Das da. Und ich glaube, wir dürfen bald wieder Steine farmen gehen, so wie es aussieht. Super, jetzt kitzelt mich schon wieder die Nase. So. Fenster. Oder? Jetzt wollen wir natürlich auch keinen Blödsinn machen, weil jetzt gucken wir Leute zu. Ja, so sehe ich natürlich sehr viel. Dann so. Machen wir eine Doppeltür oder eine einfache Tür? Hey, komm, wir machen eine Doppeltür. So. Ach, im Übrigen ist es Tag geworden. Und die Wetteraussichten für heute. Es ist ein bisschen bewölkt, aber die Sonne erhebt sich am Horizont hinauf. Oh, das ist eine Spinne. So viel zum Thema Ablenken, denn ich wollte das Haus bauen. So. So. Muss ja auch schön symmetrisch sein. Schön runtergefallen. Ach ja. Sieht es irgendwie aus wie so ein Mund mit zwei Augen. Na wunderbar. Kleine Fenster vielleicht. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das war auch jetzt wie eher so Schießscharten, aber naja. Jetzt muss das erstmal weg. Ich glaube auch unser Feld muss umziehen. Also das wird, glaube ich, oft. Aber das war auch gar nicht so geplant, dass das auf Dauer da ist. Vielleicht mache ich so einen kleinen Garten. So. Hui, abgestürzt, aua. Das hört sich mittlerweile auch so brutal an, wenn man abstürzt. Damals hat das Männchen wenigstens doch Au geschrien. Jetzt klingt es eher so, als hättest du dir sämtliche Knochen gebrochen. So. Damit es hier nicht so komisch aussieht. Würde ich doch mal sagen, klauen wir uns das hier schön mal weg. So. 14, 15, 16 passt. Ja, das müssen wir hier noch alles ein bisschen schöner machen. Dafür sind ja so Minecraft-Welten da, dass man sich das einfach schön macht, also so macht, wie es einem gefällt. Und da ist mir schon das Stein ausgegangen. Der Stein. So. Manchmal habe ich es echt mit der Sprache. Das gibt's doch nicht. So. Jetzt habe ich keine Kohle mehr, oder? Da ist Kohle. Tun wir doch mal ein bisschen. Was? So. Oh. Lauf, Kohle, lauf! Renn! Heiz die Öfen an. So. So. Auch noch ein schönes Fenster, aber irgendwie. Nee, komm. Oder ich hab noch eine Idee. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. So. Erstaunlich, dass die Steinspitzhacke so lange hält. Hätte ich nicht gedacht. So. Sieht mir auch komisch aus. In
erinnert mich irgendwie an dieses eine Ding davon von was ist denn das nochmal? Von Tetris, genau, von Tetris. Erinnert mich irgendwie an das von Tetris. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das taugt mir. Taugt tut es mir auf jeden Fall. Jetzt müsste ich hier das natürlich wieder alles wegreißen. Oder ich mache einfach hier das und... Ah, jetzt ist sie kaputt gegangen. Hat ganz schön lange gehalten. Ja, vor allem, weil ich es auch noch falsch rum gemacht habe. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste das ja, wenn man das jetzt von Tetris nachmacht, müsste das ja jetzt hier bis hier hochgehen. Das ist ja ein Dreier eigentlich oder ein Vierer, irgendwie sowas. Oder wir machen es so. Da muss ich natürlich wieder alles wegreißen. Ach komm, weißt du was? Machen das so und jetzt machen wir eine Einertür draus. Warum ich denn das jetzt weggemacht? Naja, ist ja egal. So. Machen wir uns ein richtig schräges Haus. Naja. Kann man ja noch abändern, aber irgendwie finde ich das cool. Ach, ich wollte ja Glas brennen. Ich habe ja deswegen Sand gesammelt. Ich schaue mir immer auf die Workbench. Stimmt. So. Passt. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Farbe, weil jetzt kann man ja auch Glas färben. Und so farbiges Glas machen. Das wäre doch auch eine Idee. Warte, wir haben doch Blumen. Ah, mit den Blumen Farbstoff machen. Ich habe da noch nicht so, hab mich da noch nicht so reingelesen. Ich weiß, mit den gelben Blumen konnte man da was machen. Ah, tatsächlich. Hellgrau. Oh, noch eins. So. Und wir sollten uns dann mal ein Kisten. Ich mag das immer nicht so, wenn da alles in eine Kiste reingeschmissen ist. Ich baue mir da lieber so einen kleinen Kistenraum, wo ich das schön alles reinsortieren kann. Muss ich gerade rechnen. So. Ich würde sagen, im Haus machen wir uns einen richtig schönen Holzboden. Wollte gerade sagen, hier im Haus machen wir uns einen richtig schönen Holzboden. Geht nicht, super. So. Vor allem, ich spreche jetzt schon von Holzboden und habe das Haus noch nicht fertig gebaut. Das ist wieder so typisch Organisation Frau. Aber damit es hier nicht reinregnet, wisst ihr schon. Wisst ihr Bescheid. Na gut, ich glaube, wir bauen jetzt erstmal das Haus weiter. Oh, dann muss das hier weichen. So, dann zuck, zuck, zuck. Ich brauche Steine. Ah, ich habe Steine. Cool. Passt. Ich finde, hier könnte man ja dann... So. Das kommt dann darüber. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, aber ich bin gerade echt ein bisschen am Nachdenken, wie ich das jetzt alles baue. Also bitte zu entschuldigen. Das kennt ihr wahrscheinlich selber. Damit es auch hier schön wächst. Es ist nur die Frage, wie ich jetzt weitermache. Ich könnte natürlich hier auch so einen kleinen Garten bauen. Dann könnte ich
hier eine Tür reinbauen und dann kann ich mit einem Zaun es umranden und kann dann schön zu dem Garten hin. Das wäre eigentlich eine Idee. So, dann mache ich da die Tür hin. Kann ich ja das hier eigentlich rausmachen. Und genauso wie auf der anderen Seite machen. So. Ein Haus im Haus. Hat auch nicht jeder. Ich würde dann hier. Nee, da wollte ich ja. Ach, komm. Das ist schon eine neue Idee, aber nein. Wir machen jetzt erstmal hier eine Tür. So. Wir hier noch was? Nee, Schmarrn. Ach, Häuser bauen ist so anstrengend. Ich wäre, glaube ich, im echten Leben nie Architekt geworden. Ach Quatsch, da kommt ja. Und ich mache jetzt mal kurz hier Schluss für die Folge, weil ich gerade nochmal auf die Uhr geguckt habe. Und ich werde dann hier weiterbauen in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Tschüss!